Hallo, mein Name ist Pascal Guderian und ich bin Teil des Teams, was sich um unser neues Produkt Loop kümmert. Und ich möchte ein wenig erzählen über unsere Erfahrung in den vergangenen circa anderthalb Jahren, was Remote Work anbelangt und was wir gerade in der momentanen Krise, in der wir alle uns in unseren Homeoffices aufhalten, welche Herausforderungen wir haben, beziehungsweise was wir gelernt haben in den letzten anderthalb Jahren, was uns jetzt gerade sehr zugutekommt. Stellen wir die Uhr anderthalb Jahre in die Vergangenheit. Wir hatten entschieden, dass wir ein neues Produkt entwickeln von der TTS namens Loop und hatten die Problematik, dass die Entwicklung vor allem in Köln sitzt, teilweise auch in Dresden zu jener Zeit und ich selber als Product Owner auserkoren war, der aber in Berlin ist. Und es stellte sich fest, ja, Agilität heißt nicht, dass wir alle remote unterwegs sind. Ganz im Gegenteil, Agilität heißt eigentlich, dass wir möglichst kollaborativ vor Ort, face to face, zusammenarbeiten. Wie können wir das gewährleisten? In der ersten Zeit war ich tatsächlich sehr oft in Köln, wöchentlich für 2 bis 3 Tage. Wir haben uns da die Köpfe zusammengesteckt, beraten und uns überlegt, welche Schritte wir gehen und dann mit der ersten Entwicklung angefangen. Und wir haben uns ein paar Regeln auferlegt, die es dann erlaubte, dass wir auch heute sehr gut aufgestellt sind, was die Arbeitsweise angeht. Punkt 1, wir haben sehr oft, sehr sofort entschlossen, gemäß auch der Scrum-Methodik, dass wir uns täglich zusammenfinden für ein kurzes Daily Stand-up, um ein kleines Update zu geben, womit wir uns beschäftigen, welche Probleme wir haben und wer unterstützen kann. Sobald ein Kollege nicht vor Ort war, und selbst wenn es nur einer war, haben wir gesagt, nein, wir machen das per Web-Session, per Videokonferenz. Wir nutzen Microsoft Teams dafür und holen uns gegenseitig ab. Zweites, was wir gelernt haben, wir möchten sehr schnell neue Produktversionen ausliefern. Das heißt, die Entscheidungen, die notwendig waren, mussten wir gegebenenfalls auch dann treffen, wenn ich persönlich oder Teile der Entwicklung nicht in Köln waren. Auch da, immer bedarfsgerecht haben wir uns zusammengefunden, mit den jeweiligen Leuten die Entscheidung zu treffen haben. Und auf die Art und Weise auch per Videokonferenz insbesondere oder per schnellem Chat es erreicht, dass wir genau diese Entscheidung treffen konnten. Natürlich ist es heutzutage immer noch notwendig, dass wir uns zusammenfinden. Aber die Zeit, in der ich beispielsweise in Köln bin, ist sehr runtergegangen. So bin ich jetzt nur noch alle 2 bis 3 Wochen oder vielleicht sogar seltener in Köln für 1 bis 2 Tage, wo wir uns in einer Retro vielleicht die Köpfe zusammenstecken und über die Probleme beraten. Aber letzten Endes arbeiten wir gänzlich virtuell miteinander. Das Problem, was wir jetzt gerade haben, ist ein wenig die Entwicklungsseite. Denn viele wissen es nicht. Entwicklung heißt nicht, dass man die ganze Zeit am Rechner sitzt und irgendwelche Codezeilen tippt, sondern ganz im Gegenteil, die weitaus größte Zeit geht drauf damit, dass man sich darüber austauscht, wie man bestimmte Probleme löst und nicht so sehr mit dem Coding. Und das ist so ein bisschen die Problematik, die die Entwickler gerade haben, die zwar alle in Köln sind, aber dann doch voneinander örtlich getrennt. Aber auch da gibt es wunderbarste Methoden. Beispielsweise ist hier erwähnt Miro als ein schönes Whiteboard-Tool, extremst mächtig, welches es erlaubt, dass die Entwickler sich gegenseitig auch irgendwelche Architekturskizzen machen können, was auch dazu dient, dass sie sich selber dokumentieren und für andere, die später im Team dazukommen. Und zum anderen erlaubt es aber auch Retrospektiven, also die regelmäßigen Meetings zu machen, die dafür notwendig sind, um Probleme, Hemmnisse zu diskutieren und zu bereinigen. Auch das wunderbar zeigt sich, das geht auch jetzt. Insofern, das vielleicht kleine Zusammenfassung für meine kleine Session jetzt ist, nutzen Sie die Möglichkeit dieser neuen Methoden nicht nur in Zeiten der Krise. Nutzen Sie diese Möglichkeiten, wann immer es Ihnen möglich ist. Denn es sorgt dafür, dass Sie mehr Flexibilität haben, dass die Entscheidungszyklen runtergehen, dass Sie viel weniger Zeit damit verbringen, alle Leute zusammenzusuchen. Manchmal reicht es, eine kleine Session zu machen, manchmal reicht es, einen kleinen Chat zu schreiben. Es ist nicht notwendig, dass man immer zusammensitzt. Insofern, das werden wir auch weitermachen. Es gelingt uns jetzt gerade, uns besser auf die Situation einzustellen. Und ich hoffe, dass die Erfahrung Sie ein bisschen euch dazu bringt, auch in dieser Hinsicht positiver in die Zukunft zu schauen, auch wenn es uns momentan ein wenig schwerer fällt. Insofern vielen Dank
Und vielleicht sehen wir uns ja. Bis dann. Tschüss.